So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Ja, es kam eine längere Zeit keine Folge mehr. Ich kann auch sagen, warum. Aber das mache ich jetzt erstmal, wenn wir da drauf sind. Also auf den Dingens da. Da muss man jetzt letzte Folge drauf. Dann kann ich euch mal ein bisschen was erzählen, was in der letzten Zeit war. Ach, ich muss erst mit jemandem sprechen. Ja, mach mal schnell. So, ich weiß nicht mit wem. Ah, da ist er ja. Ja, Hallöchen. Ich komme ja schon. Brutusk. So, also jetzt bringt er uns zu einem Lager. Also, ich konnte keine Folge hochladen. Ich glaube jetzt eine Woche lang, 7 Tage. Weil einfach der Husten da war. Der Husten, der wurde immer schlimmer. Hat man Dead Space auch ab und zu mitbekommen. Ja. Ich habe immer noch Husten, aber... Diesmal ist der Husten nicht mehr so stark, also er ist nur noch total schwach, seitdem ich diese Husten-Drops genommen habe, also so seit gestern. Ja, außerdem hatte ich auch nicht so viel Zeit aufzunehmen, also ich glaube, letzte Woche hatte ich glaube ich nur 2 Mal Zeit aufzunehmen und da hatte ich am einen Tag überhaupt keine Lust. Ja, und deswegen gab es in letzter Zeit auch weniger Folgen, aber der Hauptgrund liegt einfach am Husten, weil ich wollte nicht so viele Folgen hochladen, weil ich Husten habe. Weil es relativ nervig ist, auch für mich. Weil wenn man Husten hat, dann lebt man halt, oder dann redet man nicht so viel. Dann denkt man immer, ach scheiße, jetzt kommt der Hustenreiz wieder, wenn du jetzt redest, dann musst du husten. Und es ist dann richtig behindert. Also, ja, ist einfach behindert. Und, ach so, jetzt ist, ach, das ist die Quest. Ja, die Quest ist scheiße. An sich gefallen mir die Quests hier nicht so gut. Also nicht so wirklich. Aber das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und, ja, jetzt geht es langsam aber sicher wieder weiter. Auch versuche ich wieder jeden Tag 3 Folgen hochzuladen. Heute erstmal wieder eine schöne Aufnahme von Modern Warfare gemacht. Mit dem Millennium. Ungefähr 5 Folgen waren das oder so. Oder 6 Folgen sogar, ich weiß es nicht mehr. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Leider hat er nicht mit ihm reden können, weil ich ja immer noch nicht weiß, wie ich das am besten machen soll. Damit der Game Sound nicht alles übertönt. Oh Mann, jetzt muss mein Herz wieder ein bisschen leiser machen. Ja, die Quest ist ziemlich langweilig, ich weiß. Man muss da einfach nur hacken und dann kommt irgendwann so ein scheiß Holzklotz und das musst du dann mitnehmen und das musst du dann 5-mal machen. Ah, da ist er ja. Hab schon gefragt, warum es so lang braucht. Ja, und ab und zu kommen auch dann ein paar Monster und die musst du dann killen, also... Naja, ziemlich langweilige Quests, da finde ich die anderen Quests, die wir hatten, schon besser. Ja, besser. Schauen wir mal den um. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie viele Folgen ich jetzt noch machen werde. Weil das Problem bei WoW ist halt einfach, du musst halt immer bezahlen. Du musst halt jeden Monat immer 13 Euro bezahlen. Und außer des Let's Play mache ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel in WoW. Wobei ich mit dem Let's Play auch ziemlich Bock habe. Also noch habe ich Bock, nur 13 Euro im Monat, die, naja, die nerven halt schon ein bisschen. Wobei ich auch sagen muss, dass es mir viel, viel besser quält als ein Free-to-Play. Weil diese ganzen overpowerten Leute da, die dann das Geld ausgeben, ey, ne. Da zahl lieber 13 Euro und weiß, dass keiner overpowered ist oder so. Oder mit Dinge equipped ausgestattet wie sonst was. Ja, der Husten ist auf jeden Fall noch da, aber halt, wie gesagt, nicht so stark. Da kann man aber auch nicht mehr so viel machen. So, ich denke mal, die Quest bekommen wir noch schnell rum. Ich weiß nicht, wie lange ich hier aufnehmen jetzt machen soll. Ich denke mal so 1 Stunde. Millennium ist auch da, hat gesagt, er will mich ausspähen. Ich bin mal gespannt, wie er das machen will. Wenn er mich anschreibt, schiebe ich ihn da rüber, habe ich gesagt, damit keiner mehr lesen kann. Damit er uns nicht belästigt. Aber mal gucken, aber. Ach, da ist ja einer. Da ist ja einer, habe ich ja gar nicht gemerkt, ne? Gott, ey. Eine Woche kann ich immer gespielt. Und vor der Woche habe ich es auch gekauft. Da hätte ich doch eine Woche lang warten können. Hätte ich ein bisschen mehr gehabt von meinem Geld. Oh, schon 3 Stück haben wir. Es geht ja schneller als gedacht. Gab es davon nicht noch eine Quest? Ach, ist es ja auch egal. Nachher müssen wir eh nochmal dahin laufen. Und ich glaube auch.
Oder machen wir noch bis Level 25? Weil ich will unbedingt ein Reittier haben. Beziehungsweise den Reitskill. Ein Reittier haben wir ja schon genüge. Okay, ja. Nein. Nein. Nur den kann ich das machen? Ja. Ja. Haha. Ja, das ist der Millennium Chromark. Ich habe keine Ahnung, warum er sich so genannt hat. Habe ich heute auch erst zum ersten Mal gesehen. Ist ja auch ein Schamane. Mal gucken, wo uns jetzt anschreibt. Ich habe ihn aber gesagt, dass er uns nicht stören soll. Natürlich macht das nicht. Warum auch? Ich habe nur ein Let's Play. Weil er war ja schon mal in der Aufnahme mit dabei. Also er hat mit uns gechattet. Aber da war ich halt so blöd und habe halt den Ton nicht aufgenommen. Und deswegen gibt es die Folge auch nicht. Ja, es war schon ziemlich scheiße. Aber ich habe auch mich eher auf den Chat mit Millennium konzentriert als aufs Spiel. Und es waren auch nur 40 Minuten oder so, waren ein paar Quests, waren drei Quests oder so und ein BG. Das BG haben wir aber gerockt. Dass ich das noch weiß, obwohl es schon ziemlich lange her ist, finde ich auch brutal. Brutalität. Aber von WoW denke ich, dass es auf jeden Fall noch bis Level 60 gehen wird. Und dann mache ich, denke mal, so eine Staffelpause von einem Monat oder so, da kommt dann irgendwas anderes. Und dann geht es entweder weiter. Oder es geht nicht weiter. Das entscheidet dann ihr. Ich weiß auch nicht. Limbo wollte ich auch noch Let's Playen. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ich wollte es mir eigentlich kaufen beim Ding-Wochenende. Also beim Winter Sale von Steam. Aber ich habe dann überlegt, soll ich es wirklich Let's Playen oder nicht? Dann habe ich es mir erstmal nicht gekauft. Und dann, wenn ich dann Let's Playen will, dann muss ich wieder, glaube ich, 10 Euro bezahlen. Aber... ja, ich denke ja schon. Müsst ihr entscheiden. Ihr könnt ja auch mal mich anschreiben oder in die Kommentare schreiben, was ich noch Let's Playen kann oder was ich noch Let's Playen soll. Weil ich bin da auch noch nicht so sicher und ich habe ja auch keine Ahnung, was euch gefällt. Oh, wir sind Level Up geworden. Ja, geil. The Walking Dead wollen alle, viele auch weitersehen, also dass ich das weitermache. Das mache ich auch auf jeden Fall noch weiter. Also ist Let's Play ist nicht abgebrochen oder so. Es ist einfach nur... bis auf weiter das pausiert. Ich denke mal, das könnten wir auch mal, ich glaube, noch diesen Monat machen. Dass wir endlich mal die dritte Episode beenden. Wir sind ja immer noch bei der zweiten, aber wir sind da fast fertig. Was ist denn da von so ein Viecher noch, ey Gott. Was ist denn das? Eine Schafkralle. Sieht ziemlich episch aus. Aber man muss auch sagen, dass viele Modelle von den Monstern recycelt worden sind, also dass viele gleich aussehen. Wir nehmen uns mal für ein BG an, würde ich sagen. Ist ein bisschen spannender, als so hier rumzulaufen. Oh, jetzt ist er offline. Jetzt geht er wahrscheinlich zu einem anderen und schreibt uns da an. Boah. Ja, dieser Husten ist so noch nervig auf jeden Fall. Ah, jetzt kommt er mit seinem DK online. Ach, Inventar voll. Super. Nein, nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Dankeschön. Finde ich sehr freundlich von ihr. Dass sie neben uns stand, aber uns doch nichts tut. Ah, jetzt tut uns so ein... was, ey, Gott. Ah, oh, schon ein BG. Also, das ging schnell. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das können wir noch so ein bisschen questen. Ja, okay, aber BGs finde ich auch irgendwie besser. Und da leveln wir ja auch schnell. Vielleicht holen wir uns ja den... 5. Sieg in Folge, oder? Den 4. Sieg? Weiß ich gar nicht mehr, war auch schon ein bisschen länger her. Ja, ich gehe auf jeden Fall gleich rein, wir haben ja noch Zeit. Boah, die droppen auch alle nichts. Wir sollten unbedingt das Geld mitnehmen, das vergesse ich auch immer. Aber wir können uns ja kein Geld schicken. Das Einzige, was wir machen können, ist uns Geld kaufen, also Gold kaufen. Aber das würde ich ungern machen, weil ich es als Cheaten ansehe. Und man will ja gescheit spielen. Aber... ich glaube, Berufe Level oder so, das zeige ich auf jeden Fall nicht im Let's Play, wenn wir das überhaupt machen. Wir sollten jetzt mal reingehen. Ich glaube, jetzt habe ich zu lange gebraucht. Gucken, ob der was hat. Geil. So. Kriegshymnenschlucht. Am Anfang hatten wir auch nicht so viele BGs. Was hat schon angefangen? Es hat schon angefangen. Ja, super. Jetzt kommen wir natürlich rein und fail natürlich ab. Alter, ist der stark. Alter, ist der stark. Ja, super. Klasse BG.
Also das zählt jetzt nicht als Niederlage, würde ich sagen. Ist ja scheiße. 4 der 5 Priester da haben. Ja, super. Ja, ich glaube, wir haben auch von einem Priester auf die Fresse bekommen. Ja, klasse, das war das beste Bier, was ich je hatte, ey, ohne Scheiß. Na, finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass wir jetzt in so einem Kack reingekommen sind. Und wenn du nur auf die Fresse bekommst, schau mal, wie viele tot sind, ey. Wie viele tot sind. Wir können ja mal versuchen, ein bisschen zu heilen. Ja, die lassen sich gar nicht mehr wiederbeleben. Die sind wahrscheinlich hier unten in der Ecke. Und haben die Schnauze voll. Ja, verstehe ich auch ehrlich gesagt, ey. Wir bekommen jetzt schon aufs Maul, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Leute, Alter, wie viel die zockt. Ja. Boah, der hat. Ne. Du hast da überhaupt keine Chance. Du hast da überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Überhaupt gar keine. Hä, was ist denn jetzt los? Ja, super. Jetzt müssen wir 30 Sekunden warten auch noch. Ja, klasse erste Folge, würde ich sagen. Ich glaube ja auch die 26. jetzt. Und müsste immer noch die 26. sein. Weiß nicht, ob ich jetzt schon gecuttet habe. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind erst 10 Minuten, die ich aufnehme. Eigentlich könnten wir auch liefen, ehrlich gesagt. Aber wenn wir liefen, ist halt das Problem da, dass wir halt dann warten müssen. Ich glaube 15 Minuten. Aber ganz ehrlich, nur auf die Fresse zu bekommen. Ja, schaut euch das mal an. Wie ranzig ist denn das? Das ist doch auch. Ja, super Frame am Bruch jetzt hier. Ist ja auch langweilig. Jetzt haben wir wieder die falsche Taste gedrückt, ey. Wir werden. Alter. Warum ist denn das immer bei WoW so? Jetzt habe ich wieder 80 Frames. Warte mal, was ist denn hier eingestellt und so? Auf gut nur. Ja, jetzt. Ja. Nervt mich doch nicht, Leute. Nervt mich doch nicht. Ja, okay, dann kriege ich jetzt schön auf die Fresse. Unser Flaggenträger. Ja, jetzt können sie abgeben. Jetzt können sie die Flagge ja reinbringen. Und wir können den Sieg holen. Also die Niederlage, die können den Sieg holen natürlich. Ja, mach doch schneller. Ach, jetzt wartet der auch bitte nicht, Alter. Komm schon, Leute. Also die Flagge jetzt dahin. Boah, das finde ich jetzt richtig assi, ey. Also. Alter, ey. Jetzt müssen wir noch warten, wenn wir rausgehen. Ja, gut, danke schön. Dankeschön. 6 Erde haben wir bekommen, ja. Ist halt scheiße gewesen, ne? Drecks-BG. Ich glaube, wir melden uns gleich wieder fürs Neue an. Arati-Becken würde ich auch gerne mal machen. Das ist so wie Herrschaft. Aus WoW, WoW. Aus COD. Naja. Hauen wir mal noch ein paar Leute um hier. Wir haben erst 2. Ich dachte, wir haben schon 3. Ziemlich langwierige Quest ist das, ey, mit diesem komischen Öl, ey. So eine Scheiße, aber auch. Ja, Melanie schaut uns nicht an. Achtet er doch auf die Regeln, die ich ihn aufgestellt habe beim Let's Play oder bei der Aufnahme an sich. Ich hau den mal um. So. Ah, der hat zum Glück eins. Na super. Aber ich glaube irgendwie, dass wir noch mehr killen müssen als die beiden. Und die Unsichtbaren da, die stressen mich auch so ein bisschen. Also diese Nachtelfen da, die uns wehtun wollen. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man mit der Allianz hier hingeht, ob die Nachtelfen dann freundlich sind. Sollte ich mal ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Aber ich glaube irgendwie, dass sie auch da feindlich sein werden. Weil es sind ja böse Nachtelfen, oder? Ja, okay, Kundschafter des Eschentals. Eschentals, ja, war sogar richtig. Kam mir gerade komisch vor, Eschental. Hört sich irgendwie sehr, sehr komisch an. Aber ist sogar richtig, hätte ich nicht gedacht. Oh, da sind noch 2, ich denke mal, mit den beiden, dann wird es gewesen sein. Nistorat. Nistorat.